Nach der letzten Niederlage habe ich meine Mannschaft diese Woche nur noch trainieren lassen und so hat es ausgesehen. Es hieß für uns nur noch trainieren, 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 denn von nichts kommt nichts. Wir müssen trainieren, um besser zu werden. Nach der letzten Folge, wo wir mit 7:1 gegen den FC Chelsea verloren haben und damit Tabellenletzter sind, werde ich erstmal die Spielschwierigkeit auf Weltklasse stellen. Ich hatte die auf Legende, aber die kommt jetzt auf Weltklasse runter und mal schauen, wie ich mich damit zurecht schlage. Oder besser gesagt, zurecht komme. Der nächste Punkt geht um Leroy Sané. Ich habe gelesen, dass womöglich der FC Liverpool an Sané interessiert sein könnte. Deswegen werde ich ihn erstmal auf die Wunschliste setzen. Und ich überlege mir, ob ich den kaufen soll. Sané ist ein rechter Flügelspieler. Jetzt ist die Frage, wenn wir dort alles haben als rechten Flügelspieler, wir haben zwei junge Talente und Mo Salah, den Superstar schlechthin in unserer Mannschaft. Und ich habe in dem Bericht gelesen, dass Sané als Salah-Nachfolger kommen soll zu Liverpool. Damit beschäftigt sich der Liverpool. Und so würde ich auch hier herangehen. In der zweiten Saison dieser Karriere oder vielleicht in der dritten könnte Sané wirklich für Salah kommen. Er ist ja 31, vielleicht beendet er seine Karriere. Ich lasse ihn erstmal auf die Wunschliste. Und dann schauen wir weiter, aber diese Saison werde ich ihn mir nicht kaufen. Damit kommen wir auch zum ersten Spiel dieser Folge, was gegen Bournemouth sein wird. Das werde ich simulieren. Ja, ich werde simulieren. Eine Schnellsimulation und wir hoffen, wir gewinnen. Jawohl, 4:0. Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Gakpo, 2 Tore. Konaté 1 und Luis Diaz auch mit einem Treffer. Das ist wichtig für uns, denn wir können, glaube ich, jetzt den letzten Platz abgeben. Ja, so ist es. Die Tabelle. Nach 2 Spieltagen sind wir auf dem 10. Platz. Genauso soll es weitergehen gegen Newcastle United und hier werde ich die Höhepunkte spielen. Die erste Aktion ist ein Eckball für Newcastle United, wie spricht man die aus? Oh, es wird direkt gefährlich. Ich kann das aber klar. Aber jetzt Alleingang von Newcastle United. Okay. Ich glaube, ich habe keine Chance daran zu kommen. Das war's. Das war's für uns. Er wird das 1:0 machen. Ja. Er macht das 1:0. Das ist keine gute Bilanz für mich bislang. Ich habe einmal 7:1 verloren und jetzt schon wieder einen Griff für Newcastle. Diesmal werde ich ihn mir aber holen mit Van Dijk. Jawohl. Freistoß für uns. Endlich mal haben wir auch eine Chance. Deine Flanke reinbringt. Ne, das war's nicht. Jetzt haben wir einen Konter. Endo ist am Ball. Ich darf ihn nicht verlieren. Salah. Mach irgendwas. Auf Schoboschlei. Er sieht Alexander Arnold. Er flankt rein, der Ball wurde verliert oder doch nicht.
Doch, er wurde verloren. Jetzt haben wir eine Flanke. Aber natürlich wird nichts daraus. Wieder ein Freistoß. Warum haben wir eigentlich gar keinen Alleingang? Das ist schon schwer bei diesen Höhepunkten zu spielen, ein Tor zu erzielen. Position. Aber ob Joey Martip der perfekte Schütze dafür ist, weiß ich nicht. Deswegen werde ich den wechseln. Wer kann gute Freistöße? Ist hier die Frage. Ich nehme Szoboszlai. Ich hoffe, ich verziehe den nicht komplett. Geht gegen die Mauer und der Nachschuss wird auch abgeblockt, aber Martip ist da. Martip flankt jetzt rein. Nö, er wird gefoult. Ich hoffe, ich darf diesen Freistoß auch schießen. Livramento kriegt eine rote Karte. Naja, das war ja klar rot. Was? Der wurde einfach weggemacht. Es ist die 78. Minute und jetzt Gakpo, mach ihn! Nein! Karius hält den, der Ex-Liverpooler, und wir verlieren das Spiel. Ich habe zwei Spiele gespielt, das erste 7:1 verloren und das zweite habe ich nur die Höhepunkte gespielt. Habe ich auch verloren. Ich glaube, wenn das so weitergeht, werden wir gegen den Abstieg spielen und nicht um die Champions League Qualifikation. Damit das nicht passiert, damit wir nicht gegen den Abstieg spielen, werde ich das Spiel gegen Aston Villa simulieren und wir gewinnen 2:0. Läuft doch perfekt. Spiele ich mal nicht, gewinnen wir. Gegen die Wolves werde ich auch simulieren. Ganz klar, denn wir müssen uns verbessern und nicht verschlechtern. Denn wenn ich spiele, verliere ich alles. Und wenn wir simulieren, gewinnen wir schon wieder 2:0. Szoboszlai und Chiesa, der Neuzugang mit seinem ersten Tor für uns. Perfekt. Nun geht es aber in der Europa League, der erste Spieltag, und ich werde gegen den LASK Linz selber spielen. Dafür mache ich aber erstmal ein paar Änderungen in der Mannschaft, in der Aufstellung. Gakpo kommt raus, dafür kommt Nunez rein. Thiago kommt für McAllister und Chiesa, der sein erstes Tor gemacht hat in der Liga, kommt für Diaz. Der FC Liverpool will sich keine Blöße geben nach dem 7:1 gegen Chelsea. Generell läuft die Saison für sie nicht gerade gut. Sie haben 3 Siege und 2 Niederlagen. Die Linzer hingegen stehen heute aus ihrer Sicht vor einem Topspiel in Anfield. Der Trainer sagte vor der Partie, man dürfe Respekt haben, aber man dürfe sich nicht einschüchtern lassen vor den Großnamen des europäischen Fußballs. Die Liverpooler in Rot zu Beginn noch ein bisschen nervös. Konaté mit einem schlampigen Ball auf die Füße von Kone und der kann keinen Nutzen daraus ziehen. Alisson hält den Ball. Wenig später Szoboszlai mit einer grandiosen Flanke auf Chiesa, der aber scheitert an Linzer Torwart Jörg Siebenhandel. In der 17. Minute ist Darwin Núñez am Ball, der passt auf Szoboszlai. Die Linzer Hintermannschaft sieht nur noch die Rücklichter von ihm und er trifft zum 1:0 für die Reds.
war klasse gemacht von Nunez, sieht den freien Szoboszlai und er lässt dem Torwart keine Chance, trifft mit dem satten linken Fuß ins obere Eck. Die Mannschaft von Jürgen Klopp presste und machte ein sehr gutes Spiel, so wie in dieser Situation. Sie pressten und gewannen somit den Ball. Darwin Núñez wieder auf Thiago, der auf Federico Chiesa und der Neuzugang macht seinen Treffer. Er hatte schon im letzten Spiel getroffen, deswegen stellte ihn der Trainer auf und er belohnte ihn dafür. Und machte das 2:0. Super herausgespielt, Thiago auf den freien Chiesa und der musste nur noch einschieben und markiert somit das 2:0. Die Liverpooler dominierten das Spiel, so wie auch hier Mo Salah, aber diesmal saß der Ball nicht drin. Dann gab es einen Wechsel auf Seiten der Österreicher. Dem Trainer gefällt das gar nicht, was sie in der ersten Halbzeit lieferten. In der zweiten Halbzeit lief das aber nicht viel besser, direkt nach Wiederanpfiff. Chiesa setzte sich da komplett durch und markiert das 3:0. Federico Chiesa, der Neuzugang von Juve, hatte Spaß an diesem Spiel und machte seinen zweiten Treffer. Setzte sich sehr gut durch und schloss ab zum 3:0. Jürgen Klopp gefiel das, was er zu sehen bekam. Was war eigentlich mit dem Spiel der Linzer? Das sah meistens so aus. Wenn die bis zu dem 16er hindurch kamen, wurden sie dann meist abgeblockt. Eine letzte Aktion gab es noch in diesem Spiel. Szoboszlai steckte durch auf den eingewechselten Cody Gakpo und der markiert das Finale 4:0. Er wurde kurz davor eingewechselt für Darwin Núñez und macht das 4:0. Dann war das Spiel auch zu Ende. Liverpool gewann das erste Spiel in der Europa League und so sollte es weitergehen für die Reds. Federico Chiesa machte ein super Spiel mit seinen 2 Toren. Auch Szoboszlai machte 1 Tor und 2 Vorlagen. Darauf können die Reds aufbauen. Und mal gucken, wie weit es für sie in diesem Wettbewerb gehen kann. Ja, endlich habe ich mein Spiel gewonnen. Das freut mich. Ein selbstgezocktes Spiel habe ich gewonnen. Aber es fallen viel zu viele Tore. Also im ersten selbstgespielten Spiel gegen Chelsea habe ich 7:1 verloren. Jetzt haben wir zwar gewonnen, das freut mich, aber wir haben 4 Tore geschossen. Mal gucken, vielleicht ändere ich das in der nächsten Folge. Ich denke, ich mache die Halbzeitlänge ein bisschen weniger. Aber fürs Erste sollte das gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge ein, wenn es wieder heißt FC Liverpool Karrieremodus. Bis dahin, auf Wiedersehen.